Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben heute Dienstag, den 27. November, meinen 206. Pilgertag. Es ist jetzt 10.40 Uhr und ich gehe heute etwas später los, weil ich nur bis Kerch laufe. Das sind ungefähr 20 Kilometer und da denke ich mal, bin ich in 4 Stunden, also so 15 Uhr, werde ich da sein. Das Wetter ist wieder schön und ich laufe heute wieder in kurz. Es ist jetzt 13 Uhr, 14 Kilometer liegen hinter mir und noch 6 Kilometer liegen vor mir. Es hat wieder leicht geregnet, dass ich zwar meine Regenjacke angezogen habe, aber das war nur ein kurzer Schauer. Und heute geht es in die Berge hinein. Also es ist noch gemächlich, aber seit gut 6 Kilometern geht es gut bergauf und bergab, also vorbei. Das Fahren in der Ebene, zumindest vorerst. Kerch heißt mich willkommen. Bis zu meinem Ziel sind es noch ungefähr 6 Kilometer. Entlang der Straße Wildschweingefahr. Nach 19 Kilometern, kurz nach 14 Uhr, bin ich am Ziel in der Villa Pension hier. Mal gucken, wie das ganze Ding von innen aussieht. Nachdem es mit meinem Pass schon einiges an Problemen gegeben hat, bin ich jetzt hier in meinem Quartier angekommen. Das ist ja auf jeden Fall heimelig, aber es macht einen sauberen Eindruck und das ist das Entscheidende. Ich denke mal, ich werde meinen Schlafsack heute Nacht rausholen und dann passt das.